So, herzlich willkommen zur nächsten Woche des Wettig-Marathons. Läuft die Kamera eigentlich? Ja, die Kamera läuft. Oh, halt, meine Skripte laufen alle noch. Bitte weg. Dankeschön. Genau. So, das heißt, wir legen einfach mal direkt weiter los. Aha. Mal gucken, wo wir aufgehört haben. Okay. Oha. Oha, wir werden schon erwartet. Na super. Ich höre scheiß Vögel. Komm, wir wecken jetzt mal alles auf hier wieder. Okay, hier ist gar nichts mehr. Das ist der grüne Key. Wow. Wo kommen die denn hier? War doch alles zu. Ach, da ist noch offen. Okay. Kommt mal her. So. Jetzt wurde alles geschlossen. Wir kommen hier nicht rein. Hoffe ich. Einfach mal in meiner grenzenlosen Naivität. So, wir können hier runter. Und wir können da runter. Wir erledigen erstmal die da hinten. Weil die mir gerade alle bis auf den Sack gehen. Vor mit ihren scheiß weißen Köpfen. Uah. Ab auf den Sack gehen. Geschichte. Und Nummer 2 folgt zugleich. Okay, damit ist jeder schon mal Feierabend. Was? Das ist ein Teleporter? So, was brauchen wir denn überhaupt? Jetzt bin ich da runtergesprungen, ohne mich da oben jetzt umzugucken. Okay, wir brauchen was Gelbes, wie es aussieht. Oh, okay, wir sind wieder oben. Das ist sehr schön. Genau. Was Gelbes brauchen wir? Oh! Da hinten ist was Gelbes. Das ist doch sehr schön. Da ist der Crossbow. Ach du Scheiße. Hilfe, weg. Egal was da gerade kommt. Och nö, nicht so ein Kopf. Ernsthaft jetzt? Ihr habt doch alle was am Kopf. Habt ihr doch. Jutschen, würde ich mal sagen. Setzen wir den Typen ein. Sehr schön. War doch gar nicht mal so schwer. So, jetzt haben wir den gelben Kit, den wir brauchen. Das heißt, wir können wieder instant hochgehen. Das ist doch gar nicht mal so schwer. Läuft doch relativ gut. So, das Ding ist immer noch oben. Okay. Frage jetzt, geht das hier runter oder kommen wir da oben rauf? Oder wer oder wie oder was? Wir werden es hoffentlich. Ach du Scheiße. Okay, gleiche Taktik wie immer. Ups. Einmal reinrennen, einmal wieder zurückrennen und dann. Ist mir zu viel. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott, das war nicht. Okay. Erstmal auf eine Seite reinrennen und dann auf der anderen Seite zurückrennen. So, jetzt kann man nämlich auf der Seite hier zurück und bam und bam und Scheiße! Warum geht das Ding zu? Also, dass die Tür zugeht, ist ja nicht schlimm, aber die Tür bleibt zu. Ich nehme auf. Hilfe!
einmal sterben hier. Oh, dann schalter. Vielleicht sollte ich die mal drücken. Alter, ich die Tür nicht mehr auf, ich glaub's ja. Sowas von Illegalität. Oh. Die Tür ist wieder auf und wir kriegen ein bisschen Besuch. Ah gut, bloß ein paar Vögel, das geht ja noch. So, wo ging jetzt hier überall was auf? Ach, da ging was auf. Okay. Einmal im Kreisverkehr bitte. Hä? Moment mal. Fertig. Achso, nee, da ist noch ein anderer Raum. Okay. Dachte schon, da ist noch was. Aber da ist noch ein anderer Raum. Hinter. Gut, hier brauchen wir. Gelben Key haben wir ja schon. Okay. Hier ist noch ruhig. Sehr schön. Okay. Nein, das ist jetzt nicht dieser Endboss da. Also dieser Endboss aus dem letzten Level, aus der letzten Map. Der mit den riesen Hörnern. Doch, das ist der. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Du hast so einen Arsch offen hier. Okay. Hab gehört, die sind nicht sehr nett. Aber. Aua. Ich sag doch, die sind nicht sehr nett. Fuck you. Okay, Nummer 1 ist weg. Wenn sie einzeln sind, sind sie gleich viel harmloser. Hier ist noch ein Schalter. Hier Blue Key. Okay. Was? Hä? Och nö, nicht schon wieder hier diese scheiß Wände. Aha, na war auch klar. Mittlerweile wird der Trick alt. Ich meine, ist gut für uns, dann wissen wir, wonach wir suchen müssen. Das war gerade Verschwendung. Das war vom Feinsten. Also ich auch genau da abgespeichert, wo wir uns getroffen haben. So, die Tür war jetzt da. Sehr schön. So, hier haben wir kein Defizit und hier fehlen uns gerade mal 4, da wäre das eine komplette Verschwendung, das aufzuheben. Das Island brauche ich sowieso nicht, nutze ich nicht. Einfach eine transparente, so eine Wand, wie wir ja auch mittlerweile aus Doom kennen. Hatte ich damals ja schon erklärt gehabt. Wie man sowas realisiert. Okay. So, hier war ein Schalter, den haben wir schon gedrückt. Hier war ein Schalter, den haben wir, der geht zum Teleporter. Und der geht wieder zum Anfang der Map. Okay, sehr interessant. Kommen wir da runter? Das sieht so aus, als wenn man da rauf sollte. Ich versuche einfach mal. Ja, man kommt drauf. Oh. Und wie man sieht, haben wir bereits erwartet. Doch mal bitte. Geht doch. Okay. So, der wäre auch Geschichte. Da ist eine Automap. Hier liegt eine BFG rum einfach mal. Wahrscheinlich nicht ohne Grund.
Achso, das ist ein Magier. Na komm her. Was? Hilfe! Nein! Einmal bitte abtauchen. War das jetzt schlau? Nein, das war nicht schlau. Ah! Oh. Was macht der jetzt so? Er kann mir da die Fresse halten hier. Ich muss mal in Ruhe nachdenken. Mann. Warum muss ich auch immer gleich drei Bälle verschießen? Wie soll man denn da ausweichen? So. Warum ist der Boss oben auf der Treppe drauf? Das ist doch die Treppe, wo wir angefangen haben. Also langsam wird es mir echt ein bisschen kurios. Nein, brauchen wir nicht. Da unten haben wir aber. Danke, danke. Ist er echt hier drauf? Ja, tatsächlich. Achso, ist gar nicht der Große. Ich dachte, das ist der Endboss. Ist bloß normaler kleiner Wicht. So, hier ist immer noch zu. Oh, von da kommt er. Hallo. Ah, okay. So, da sind wir runter. Genau. So, dann gibt es hier also einen kleinen Weg, eine schöne Abkürzung. Hier gibt es auf der Seite gerade auch einen Weg. Oder auch nicht. Okay. Ich sollte vielleicht aufhören, einfach random Schalter zu drücken. Ist aber immer noch zu. Ich brauche nur noch den grünen Key. So, was hat der? Was hast du gemacht? Du hast uns wieder nach da geschickt. Ah, die grüne Ka. Ah, okay, dann war das der Schalter, den wir gerade gedrückt haben, war hierfür. Okay. Gut, das heißt, jetzt kommen wir durch die grüne Tür. Sollte ich mich darauf freuen, bei dem, was uns da erwartet? Ich glaube eher weniger. Was haben wir denn so für Munition? Wir haben einmal die, wir haben einmal die. Ich glaube, wir nehmen die. Ach du Scheiße. Vor allem, der frisst doch immer so viel. Von allem. Ey, wie soll man auf so einen engen Raum ausweichen? Scheiße. Haben wir ein paar bessere Gefilde, wo man gut kämpfen kann? Da hinten ist der blaue Key. Nice. Ach, nee. Dann sterben wir halt. Ist auch nicht weiter schlimm. Sind wir doch gewohnt. Ich muss mal die Klappe halten. Wo ist denn der Elze? Alter! Leck mich halt. Nee. Du interessierst mich gerade nicht mal. Oder doch? Geht doch. So, da draußen ist unser Freund. Man bleibt mal still hier. Wow. Alter! Oh nein!
Mann! Da kommt auch noch so eine scheiß Fucker! Wo kommen die denn her? Ey! Das ist gerade ein bisschen viel hier. Gott, Alter. Kommen wir da hinten für hoch? Nee, natürlich nicht. Chaos, du wolltest mir das auch nicht allzu viel. So, zuerst muss ich die kleinen Ficker abschalten. So, normal ist es weg. So. Easy. Jetzt kann ich mich auf den großen konzentrieren. Ach du Scheiße! Wo kommt die denn jetzt schon wieder her? Also langsam, ne? Das ist ein bisschen Schikane. Immer wenn man denkt, man hat die erste Welle überstanden, kommt gleich direkt die nächste. Ich dachte, ich kann mich mal um den Endboss kümmern. Was ist denn hier los? Ja, stimmt halt. Danke. Keine mit. So, siehst du, die haben wir auch noch, weil ich da gerade die Munition dafür sehe. Wie effektiv bist du denn? Wahrscheinlich überhaupt nicht effektiv. Wenigstens macht die Waffe uns keinen Schaden, wenn der zu nahe zu uns kommt. Ich sollte auch kurz mal speichern. Jetzt stirb halt. Mädel! Geht doch! Als Mädel möchte halt keiner bezeichnet werden. Aber wie bist du etwas sexistisch? So, was hat sich damit jetzt wieder geöffnet? So, von der sind wir, voll, ne? Ja. Mal die irgendwo hoch oder so? Ah. Wo genau? Was genau? Hilfe? Oh. Och nö, jetzt ist aber mal gut hier. So, hier kam die Magier raus. Apropos Magier, danke dafür. Oh, wow, das tut doch weh. Okay, beide tot. Hier geht's auch noch weiter. Einmal Kreisverkehr. Ach ja, siehst du? Haben wir ja. Nee, nämlich nicht. Da haben wir irgendwo noch diese 10er-Patrone. Oh. Warum können da nicht einfach mal liebe Gegner rauskommen? Warum immer böse? Zu weit weg, war doch klar. Alles, was ich möchte, sind Freunde. Ach, hier, da wo die gelbe Karte war, sind wir gerade. So, die Frage ist, was suchen wir jetzt überhaupt? Wir haben alle Keys, das heißt, wir können jetzt, wohin wir auch immer müssen. Das hier sind Exit-Raum. Dass mir das aber auch keiner sagt, Mensch. So, wo war jetzt diese 10er-Patrone für die BFG? Da hatten wir doch irgendwo was gehabt. In irgendeinem von den vielen Secrets. Da noch ein kleines Secret. Na, schau mal einer an. Schau mal einer, guck. Und hier war ein bisschen Schalter. Noch mehr Magie. Ich glaube, ich bin verrückt. Tschüss. Achso, ist mit wieder hier. Ja, okay.
war denn das? Wo war denn das? Das ist das Problem, wenn man sich Munition aufhebt, muss sie dann auch wiederfinden. klappt bei Hexen irgendwie, bei Hermetic irgendwie nicht ganz so gut. Irgendwie bin ich da immer am verzweifelten Suchen. Noch ein Buch, danke dafür. Das wollte ich jetzt gerade nicht. Oh Gott. Hab keinen Bock mehr auf diese Viecher. Die gehen mir hart auf den Sack. Spinne ich jetzt komplett hier? War doch irgendwo so eine Zehner-Munition, so ein Zehner-Pack. Ach klar, da drinne. Ja, da. Na, Halleluja. Okay, dann müssten wir jetzt soweit voll sein. Oh. Ja, trifft mich halt. Ach du Scheiße. Noch Rüstung? Alter, wo kommen die denn? Die sind verdammt schnell, diese Viecher, kann das sein? Egal, ab ins Ziel, dann sehen die sie nicht mehr. Oh Mann, ey. Oh, wir können einfach durchlaufen hier. Was bin ich jetzt hier? Ach so. Ist ja auch ein bisschen witzig. Lol. Na gut. Nein, nicht so. So. Perfekt. Okay. Gut, in dem Sinne, ja, das war's mit Level 6 von Episode 3 von Hermetic, von Let's Play, von mir. Schau mit V.